mein Name ist Kathleen Levermann, ich bin im ersten Ausbildungsjahr. Moin, mein Name ist Jamie Lau, ich bin 18 Jahre alt und bin im ersten Ausbildungsjahr im Wildpark Schwarze Berge. Hallo, mein Name ist Michael Zart, ich bin 25 Jahre alt, jetzt im dritten Lehrjahr und arbeite auch als Tierpfleger im Wildpark Schwarze Berge. Achtung, Traumberuf Tierpfleger. Aber damit es sofort allen klar ist, hier geht es nicht um den Streichelzoo und einen auf ewig verlängerten Sonntagsausflug. Hier geht es um einen harten Beruf, in dem man auch mal Küken zerlegen muss. Denn Tiere sind auch Fleischfresser und nicht alle Tiere werden fürs Gehege gezüchtet. Aber es gibt auch die rührenden Momente. Also wir haben ein Schnuckenlamm, was von der Mutter verstoßen wurde und nicht angenommen wurde. Und deshalb rühren wir jetzt eine Flasche an mit 500 ml warmem Wasser. Darauf kommen 75 Gramm Pulver, Milchpulver, das ist so eine spezielle Lämmeraufzuchtmilch. So, damit das Lamm das auch vernünftig trinken kann, gibt es hier eine Flasche. Die Ausbildung zum Tierpfleger gibt es in drei Fachrichtungen: Zoo, Forschung und Klinik und Tierheim oder Tierpension. Unsere drei lernen die Fachrichtung Zoo, das heißt, sie können in Naturparks und Wildgehegen und natürlich auch mit exotischen Tieren in Zoos und Aquarien arbeiten. Man sollte mit ganzem Herzen dabei sein im Beruf des Tierpflegers, denn es bringt nichts, einfach nur zu sagen, ich möchte gerne Tierpfleger werden, nur weil ich zwei Meerschweinchen zu Hause habe. Man sollte wirklich wissen, dass es harte Arbeit ist, dass wir hier keine Tiere bis zum Ende streicheln, sondern dass wir die Tiere versorgen und dass wir uns darum kümmern, um zu sehen, ob sie krank sind oder ähnliches, aber dass wir nicht im Gehege stehen den ganzen Tag und sie streicheln. Also worauf man natürlich achten muss dabei ist, dass die Milch nicht zu heiß ist. Und bei Mutti ist es auch nicht so warm, es ist handwarm. Zusätzlich muss man einfach darauf achten, dass das Tier sich nicht zu sehr verschluckt, dass man zwischendurch absetzt, denn die Mutter läuft zwischendurch auch einfach mal weiter und dann muss er nochmal neu andocken. Mal die Schnutze noch abwischen. Ja, hiermit erledige ich jetzt die Mäharbeiten beim Elch. Unter anderem Brennnesseln erstmal entfernen. Okay, die Arbeit beschränkt sich nicht nur auf den Umgang mit Tieren, sondern es gehört auch dazu, die Gehege und die gesamte Parkanlage sauber und ordentlich zu halten. Also wir sind jetzt im Elchgehege hier und ich werde jetzt gleich Brennnessel in erster Linie beseitigen und halt auch langgewachsene Gräser. Am Stromzaun zum Beispiel kann es einfach passieren, dass der Stromkreis unterbrochen wird. Das sind halt auch Aufgaben von uns, dass wir die täglich kontrollieren und natürlich auch für die Besucher, dass es natürlich schön aussieht, dass es nicht hier alles total verwuchert ist. Und die Speisekarte? Ja, ist da ausreichend Obst für den Bären heute dabei? Ja, reicht aus für heute. Habe ich schon alles auf dem Auto. Gut. Ja, toll ist es nicht. Andere Tage hatten sie mehr Obst, ne? Dann müssen wir eine Portion für den Bären zusammenstellen. Es ist ein Allesfresser, frisst aber hauptsächlich Obst und Gemüse und Fleischanteil beträgt so circa ein Viertel. Brombeeren frisst der Bär auch super gerne. Dann haben wir hier noch ein bisschen Rindfleisch für Luchs und eben auch für den Bären. Und für den europäischen Fischotter gibt es Stinte, kleine, Rindfleisch und Küken und ab und an auch mal eine Maus. Tiere sind wie wir Menschen, rund um die Uhr unterwegs und das auch am Wochenende. Für Tierpfleger heißt das natürlich Schicht- und Wochenenddienst. Jetzt fahren wir zum Elchfüttern. Vor dem Füttern muss das Futter aber auch bestellt werden. Wenn es dann kommt, wird es eingelagert, Rechnungen müssen geprüft werden und Einsatzpläne werden gemacht. Auch Schreibtischarbeit gehört dazu, aber glücklicherweise ist das nur ein Teil des Berufs. Zu dem Beruf des Tierpflegers gehört es, jeden Tag die Gehege sauber zu halten, die Tiere zu füttern und zu pflegen, eine gesundheitliche Kontrolle zu machen. Man muss auf die Bedürfnisse der Tiere eingehen können. Man muss ein gewisses Verständnis auch für Leute haben und besucherfreundlich sein, um die Tiere näher zu bringen. Der Beruf fordert also eine ganze Menge Einsatz und Lernbereitschaft. Und dafür wird er nicht besonders gut bezahlt. So, wir füttern jetzt den Elch. Dabei versuche ich, den von der Fläche zu bekommen, weil ich auf die Fläche rauf muss. Elche gehören zu den besonders gefährlichen Tieren. Die können mit ihren Vorderläufen ausschlagen und schwere Verletzungen hervorrufen. Ja, Mann! Es ist tatsächlich so. Der Beruf ist wirklich nur für echte Enthusiasten die richtige Wahl. Alle anderen sollten eben häufiger in den Zoo gehen oder sich ein Haustier anschaffen. Nun muss ich mich relativ ruhig verhalten, dass die Tiere nicht erschrecken. Und jetzt mache ich den Schieber zu und sichere mir damit einen ruhigen Zugang ins Gehege. Es ist auch wichtig, einen gewissen Schatz über Pflanzen zu haben, damit man weiß, was man verfüttern kann und was nicht.
Man darf natürlich nicht zimperlich sein, da 80% unseres Jobs mit Tierkot, Urin und Gestank zu tun hat. Wir misten jede Woche bei den Ställen aus und haben natürlich sehr viel zu tun mit Kot von den Tieren und Gestank. Also das Schönste ist eigentlich auch daran, an dem Beruf, dass man einfach die Freude von den Tieren auch wiederbekommt, indem man dann einfach sieht, wie die sich einfach aufs Futter stürmen und sich einfach darüber erfreuen, dass wir dem täglich frische Nahrung reinbringen, wie man jetzt hier sehr schön erkennen kann. Hier ist Jenny. Hier ist Micha. Ich wollte fragen, fütterst du jetzt die Bären? Ja, in circa 5 Minuten fahre ich dahin. Super, weiß ich Bescheid. Danke und Ende. Hallo Bärchen. So, jetzt gibt es ein kleines Leckerli und dann gehen wir gleich nach drinnen ins Gehege und verteilen ein bisschen Futter. Einfach zur Beschäftigung, dass die schön was suchen müssen und sich nicht langweilen in dem großen Gehege. Und dafür lenken wir jetzt noch mal kurz ein bisschen ab, damit die gleich still sind hier in den Boxen. Und dann können wir auch reingehen. Die Tierpfleger sind die ersten Ansprechpartner der Besucher. Wer nur Tiere mag und keine Menschen, kann sich nicht verstecken. Es gehört zur Aufgabe, den Besuchern die Tierwelt zu vermitteln. Bei uns im Park ist es natürlich auch so, dass man bei Wind und Wetter draußen ist, auch wenn es minus 20 Grad draußen sind. Wir arbeiten nur im Freien den ganzen Tag lang und auch wenn 20 cm Schnee liegen, müssen wir trotzdem durchstiefeln und uns dann doppelt so dick anziehen wie sonst. Oder auch wenn es regnet und man ist bis auf die Knochen nass, wird es trotzdem weitergemacht, da die Tiere trotzdem Hunger haben und wir sie trotzdem versorgen. Es gibt andere Parks, wo man dann im Affenhaus arbeitet oder ähnliches, aber bei uns im Wildpark Schwarze Berge arbeiten wir komplett nur draußen und man sollte Kälte und auch Regen trotzen können. Natürlich, es ist ein absoluter Traumberuf. Umgang mit Tieren in der Natur an der frischen Luft. Aber er entspricht sicher nicht dem Klischee so mancher Fernsehsendung. Wer sich wirklich auf den Beruf einlassen möchte, sollte unbedingt einige Praktika machen. Und wenn ihr entschieden habt, werdet glücklich mit dem Beruf. Abitur ist nicht unbedingt Voraussetzung dafür, aber man sollte schon ein bisschen besser als Hauptschulabschluss haben. Allerdings besitze ich auch nur einen Realschulabschluss, habe ein Jahr vorher Praktikum gemacht und wenn man in diesem Praktikum überzeugen kann, dann kann man auch trotzdem eine Ausbildungsstelle ergattern.